Könnt ihr verstehen, warum das Volk der Juden bis heute die Klagemauer als die nächste Mauer zum alten Tempel so sehr liebt, dort zu sein, mit Gott zu reden, Anliegen loszuwerden? Ich lese euch einen Psalm, der die Freude über das Haus Gottes widerspiegelt. Psalm 84, dem Vorsänger auf der Gittit. Man weiß nicht genau, es klingt nach Gitarre, war es aber nicht. Wahrscheinlich war es einfach eine Art Instrument, das man damals spielte, oder eine bestimmte Melodie. Man weiß es nicht genau. Von den Söhnen Korahs, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und nun jubelt mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Spatz ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Vaters, meines Gottes stehen, als wohnen in der Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Heerscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Ich habe euch versucht, ein wenig Geschmack zu machen mit diesem Video, was wir gerade gesehen haben. Diese Animation, wie der Tempel wohl damals ausgesehen haben mag. Und was für ein imposanter Gebäudekomplex war das doch. Wenn die Pilger unterwegs waren zu einem der großen Feste nach Jerusalem, dann haben sie von Weitem schon diese große Tempelanlage gesehen. Und darum ruft der Beter dieses Psalms: Ich sehne mich nach den Vorhöfen des Herrn. Ich möchte endlich wieder in seinem Hause sein. Endlich wieder da sein, wo Gott gesagt hat, da will er wohnen. Endlich an dem Ort, an dem er gesagt hat, da kannst du mich anrufen. Da kannst du zu mir reden und ich werde dich hören, wenn du zu mir sprichst. Kein Wunder, dass die Pilger auf dem Weg hinauf nach Jerusalem schon ins Schwärmen kamen, wenn sie den Tempel nur von Weitem sehen konnten. Denn der Tempel in Jerusalem war für jeden Wanderer ein Blickfang. Erbaut auf Grundlage der Anweisungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat durch Mose. Es wurde ein tragbarer Tempel gebaut, nannte man auch Stiftshütte. Und diese Stiftshütte hatte genau den Aufbau, der später im Tempel umgesetzt worden ist. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes, lasst uns ziehen. 70er Jahre, Jugend mit einer Mission, ein Lied, das wir rauf und runter gesungen haben. Lasst uns zum Hause Gottes ziehen. Ich habe mich gefragt, woher kommt eigentlich meine Liebe zur Gemeinde? Nun könntest du sagen, naja, Jan, ist doch klar, das ist ja dein Arbeitgeber. Wenn es den nicht gäbe, dann sähe es ja um dich und deine Frau nicht ganz so gut aus. Aber das hat mich eigentlich nie beschäftigt. Vielen Dank auch an dieser Stelle für die monatlichen Überweisungen, die ihr immer macht. Denn ich lebe ja wirklich schon von euren Spenden. Und ich danke euch, dass ihr Gott das gebt, damit ich auch hier in der Gemeinde mitdienen kann. Aber ich glaube, dass meine Liebe zur Gemeinde durch meine Eltern geprägt ist. Wir wohnten direkt neben der reformierten Kirche, alter Bau, 15. bis 16. Jahrhundert. Die Glocken läuteten natürlich jeden Morgen in der Woche und auch sonntags zweimal, abends dann nochmal um 9. Die Kirche war mir vertraut und ich ging gerne. Und mein Vater
hat mich oft mitgenommen. Als ich Jugendlicher wurde, habe ich mich mit Jugendlichen getroffen und vor der Kirche 10, 20, 30 Jugendliche und dann sind wir, man nannte das, auf den alten Boden gegangen. Das war so eine Art Empore, da traf sich die Jugend. Und ich habe das geliebt, zum Gottesdienst zu gehen. Ich kann mich nicht an einen Moment erinnern, merkwürdigerweise, wo ich zu meinem Vater vielleicht gesagt habe, ach Papa, heute will ich aber mal liegen bleiben. Es gab es irgendwie nicht. Und das ist heute noch so, wenn wir in Urlaub fahren, meine Frau weiß das, eines der ersten Dinge ist, wenn wir an einem Ort ankommen, wo gibt es hier irgendwo eine Gemeinde? Und da fahren wir hin am Sonntag. Wir sind alle auf eine Art Wallfahrt, darüber haben wir schon mal gesprochen. Wir pilgern alle und es ist möglich, auch zum Hause Gottes zu ziehen, dem Hause unseres Herrn. Warum? Es war der Ort, der mit Lobgesang und mit einer Mischung von verbranntem Fleisch und Weihrauch für unsere Nase vielleicht nicht ganz so angenehm, aber für die Juden war das normal. Auf dem Brandopferaltar wurden zig Tiere geopfert, jeden Tag. Und so roch es auch. Und trotzdem hat der Jude gesagt, daheim ist daheim. Da gehöre ich hin. Und der fromme Israelit war kaum zu bremsen in seiner Begeisterung, denn er spürte jedes Mal, wenn er ankam, hier bin ich willkommen. Das ist der Ort, von dem Gott will, dass ich bin. Heute haben wir Gäste, die sich angemeldet haben aus anderen Bundesländern. Sie brauchen jetzt nicht zu zeigen, wo sie sind. Sie sind ja auch schon willkommen geheißen worden. Aber es ist doch wunderbar, dass Sie heute hier sind und in unserer Gemeinschaft zu einer Einheit finden, weil wir uns als Gemeinde miteinander treffen. Vielleicht kommen Sie aus einer anderen Gemeinde, einer anderen Denomination. Der Glaube ist es, der uns hierher bringt. Und das ist so wesentlich und so wichtig. Hier bin ich zu Hause, würde der Psalmist sagen. Schon im alten Bund, in der Tora, in dem Gesetz Mose, wurde dem Israeliten gesagt, dass er an den großen Festen nach Jerusalem pilgern sollte. Und das ist meine vierte und letzte Perle aus dem Psalmen heute. Es geht um das Haus Gottes und darum auch das Thema, ich bin verliebt in die Gemeinde Gottes. Können Christen eigentlich in unserer Zeit bei dieser Behauptung bleiben, frage ich euch? Ich bin verliebt in die Gemeinde? Ich bin verliebt in die Kirche? Kirche ist doch out. Wir haben doch unseren Bonus längst verspielt. Wir haben überhaupt kein Ansehen in unserer Gesellschaft. Nicht, dass die Kirche von außen kaputt geredet und diffamiert wird oder sozusagen von der Presse in die Pfanne gehauen wird. Nein, für den derzeitigen Ruf der Kirchen tragen die Kirchen selbst die Schuld. So hat der Münchner Kardinal Marx dem Papst in dieser Woche seinen Rücktritt angeboten, weil er wohl selbst den Eindruck hatte, in Sachen sexualisierter Gewalt in seinem Bistum nicht klar genug vorgegangen zu sein. Ich weiß nicht, ob dieser Mann Schuld trägt für das, was da Land auf Land ab läuft. Wahrscheinlich keine persönliche. Aber es ist doch merkwürdig, dass aus den inneren Kreisen der Kirche, besonders im Bereich der hauptamtlichen Mitarbeiter, ein solch schreckliches Image gewachsen ist, sodass Hunderte, ja Tausende von Menschen in diesen Tagen die Kirche verlassen. In Köln, habe ich mir sagen lassen, sind die Schlangen an den Standesämtern länger als bei den Impfzentren der Stadt. Die Menschen wollen den Austritt. Sie wollen sich das nicht länger bieten lassen. Und ich sage euch, wer von einer der großen Kirchen dann in die Freikirchen kommt, der kommt nicht von Sodom und Gomorra nach Jerusalem. Allein schon, dass ihr heute Morgen hier seid, garantiert es nicht, dass hier nur Jerusalem ist. Ich glaube, dass auch wir Freikirchen in Demut unseren Stolz ablegen müssen, denn Menschlichkeiten gibt es überall. Und auch die Freikirchen haben ihre Schwächen und sie haben ihre Stärken. Aber eines gilt, gesellschaftlich mag die Kirche out sein, aber sie ist niemals out bei Gott. Im Gegenteil.
In Gottes Augen ist die Gemeinde eines der innovativsten Projekte, die durch den Geist Gottes jemals geschaffen worden sind. Diese Welt wäre nicht so verändert, nicht so christlich geprägt worden, zum Beispiel mit dem Prinzip der Nächstenliebe, wenn es Jesus Christus nicht gegeben hätte, der auf diese Erde gekommen ist, um uns Menschen den Weg zu Gott zu zeigen. Und es mag sein, dass auch uns in Teilen der Bau der Gemeinde nicht immer gelingt und dass es schwer ist, Dinge umzusetzen und optimal miteinander zu leben. Es mag sein, dass wir als Gemeinde aufgrund unterschiedlicher theologischer Schwerpunkte es manchmal nur ganz schwer miteinander aushalten. Wisst ihr, manchmal kommt mir dieses Bild so vor Augen, wenn ich hier in diesem Raum sitze und wir sitzen alle hier miteinander als Gemeinde und ich frage mich manchmal, wie mag Jesus selbst wohl über unsere Zusammenkünfte denken? Und dann sehe ich ihn manchmal bildhaft vor mir, hinten in der allerletzten Reihe. Und er verfolgt das, was hier vorne passiert, was hier gesagt wird, was hier gesungen wird. Und er schaut tiefer, er schaut in das Herz des Drummers und schaut, ob er eigentlich zu seiner Ehre spielt. Der Pianist, spielt er eigentlich für sich oder dient er Gott? Die Lobpreisleiterin, was ist in ihrem Herzen? Und er sitzt dort hinten und verfolgt alles, was er hier sieht und was mag er denken, wenn er uns sieht. Ich bin in dieser Woche auf ein interessantes Kapitel eines Buches gestoßen mit dem Titel Lebendig von Michael Herbst. Und er hat ein Kapitel in diesem Buch mit der Überschrift tituliert Einüben in Gemeinschaft. Und wisst ihr, das glaube ich ist das Wesentliche. Mit Gottes Hilfe einüben, was unsere Berufung als Gemeinde ausmacht. Der Kabarettist Loriot hat einmal gesagt, ein Leben ohne Kuchen ist möglich, aber sinnlos. Und ich glaube, das gilt für die Gemeinde auch. Ein Leben ohne Gemeinde ist möglich, aber es ist sinnlos. Und wenn du im lebendigen Glauben an Jesus Christus lebst, dann ist nicht nur ein Leben ohne Gemeinde nicht möglich. Es geht überhaupt gar nicht. Wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinschaft. Lebendige, mündige Christen und lebendige, mündige Gemeinden sind so eng miteinander verbunden. Ich habe vor etwa 2 Wochen einen Bericht einmal in einer Zeitschrift über Nordkorea und dann auch auf Arte gesehen. Und ich muss euch sagen, was ich dort gesehen habe, das kann schon auch Zorn in einem auslösen, wie die Menschen in diesem Land geknechtet werden, kaputt gemacht, systematisch zerstört, psychologisch bearbeitet, wenn sie christlich zum Beispiel orientiert sind. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Wenn in Nordkorea jemand zum Glauben kommt und er findet tatsächlich eine kleine Gemeinde von 5 oder 10 oder 15 Menschen, dann weint er vor Freude, dass er Gemeinde gefunden hat. Weil die Gemeinde ein wunderbares Geschenk ist, ein Geschenk Gottes an jedes seiner Kinder. Lieber auf der Schwelle zum Haus Gottes sitzen, also ganz am Rand, als bei denen, die von Gott und seiner Gemeinde nichts wissen wollen. Und ich frage euch, warum schwärmt der Psalmist so sehr von der Gemeinde? Der Psalmist wird in den ersten Zeilen von den Kindern Korah beschrieben. Korah, das waren Menschen, die Gott dienten. Und eines Tages hat die Rotte Korah, so nennt Mose in seinem Buch diese Gruppierung, hat eine Art Aufstand gegen Mose und Aaron durchgeführt. Die Bibel spricht davon, dass etwa 250 Männer sich gegen Mose und Aaron verbündet haben. Noch am gleichen Tag bekommt Mose eine Nachricht Gottes. Er soll Korah sagen, morgen um diese Zeit wird der Herr dir heimzahlen, was du getan hast. Dass du dich erhoben hast gegen Mose und Aaron, meine Knechte. Am nächsten Tag versammeln sie sich
Und Mose kündigt das an und plötzlich tut sich die Erde auf, wie dieses große Loch, was jetzt gerade in Mexiko sich aufgetan hat, habt ihr vielleicht gesehen, 20 Meter tief, 80 Meter breit, verschlingt sozusagen diese ganze Rotte Korah und es fällt Feuer vom Himmel, keiner überlebt von diesen 250 Menschen. Und jetzt steht er hier und er sagt, wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen. Es war ein Nachfolger, eine andere Generation von dieser Gruppe der Männer Korahs. Gott hatte in seiner Geschichte ein furchtbares Gericht über die Rotte Korah gebracht. Aber dass er jetzt hier so redet über den Tempel Gottes, zeigt, dass er Gnade Gottes erfahren hat in seiner Generation. Und jetzt kann er seine Begeisterung über den Tempel freien Lauf lassen. Er hat Gnade erlebt im Tempel. Und so kann auch deine Familie ein Zeichen werden für die Macht Gottes, die in eurem Leben manches wieder zurechtbringt. Es gibt dabei Gott keine Sackgassen, die jede Hoffnung ersterben lassen. Im Gegenteil. Gnade ist immer erfahrbar. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Also war er schon mal da? Wie kann man Sehnsucht nach etwas haben, was man noch gar nicht kennt? Es war nicht das erste Mal, dass er zum Tempel pilgerte. Seine Sehnsucht nach dem Lobpreis im Tempel war so groß, dass er sie ausdrücken musste in diesem Psalm. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn alles in dir nach dem lebendigen Gott ruft? Kennst du noch diesen Hunger und den Durst danach, nicht einfach nur wieder singen zu dürfen, sondern Gott die Ehre zu geben, indem wir selbst unseren Mund öffnen? Nächsten Sonntag wird wieder gesungen. Wenn die Zahlen so bleiben. Und mit Maske. Aber wir werden wieder singen. Die Zahlen sehen sehr gut aus. Hat doch der Spatz ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Sie werden dich preisen alle Zeit. Ich kenne diese Sehnsucht, in den Gottesdienst zu gehen. Ich weiß, wie das ist, wenn man mal im Urlaub keine Gemeinde gefunden hat und plötzlich ist das Wochenende so nackt. Aber dieser Wunsch im Herzen, der hier deutlich wird, diese Sehnsucht nach konkreten Erfahrungen Gottes, ihr Lieben, das ist ein Impuls des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen. Denn der Geist Gottes ist es, der in uns wirkt, was dem Willen Gottes entspricht. Deswegen, ein Zuhause bei Gott finden, das ist das Ziel des Glaubens, liebe Gemeinde. Für die Juden war es der Tempel in Jerusalem. Für die Christen ist es die Gemeinde. Und in der großen Heilsgeschichte Gottes ist es die Wohnung bei den Menschen in Ewigkeit. Und das ist schon jetzt der Fall. Christus lebt in mir. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Darum ist es möglich, im Herzen Gottesdienst zu feiern, weil der Chef da ist und alles mitbekommt und alles hört. Und wenn du nur ganz leise summst, er wird es hören. Dreimal weist der Psalmdichter darauf hin, dass Menschen, die sich mit Gott beschäftigen, selig sind. In Vers 5 sagt er, selig Gott, wer in deinem Hause wohnt. In Vers 6, selig, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Und das dritte, selig, wer dir vertraut. Und wisst ihr, wenn wir das miteinander leben, dann kann das bedeuten, dass dein Vertrauen, dein tiefes Vertrauen Gott gegenüber, morgen wichtig ist für mich, weil ich ein Trostwort brauche, weil ich vielleicht ausgebrannt bin.
Es kann sein, dass deine Zuversicht, die du im Glauben hast, morgen die Zuversicht für einen anderen Menschen ist, von dem Gott will, dass du ihm dienst, weil dein Glaube gerade stark ist. Aber ich mache dir Mut, verlass nicht die Versammlung, zu der du gehörst. Und wenn du noch keine hast, dann suche eine. Ob das hier ist, ob das in einer anderen Gemeinde ist, da, wo Jesus Christus lebendig unter den Menschen ist, da ist deine Heimat. An dieser Stelle müssen wir einen Blick noch tun auf die neutestamentliche Gemeinde. Denn wenn wir davon sprechen, dass wir die Gemeinde lieben, dann sollten wir auch wissen, wovon wir genau reden. Was macht denn die Begeisterung eigentlich aus für die Sache Gottes, die wir in der Apostelgeschichte lesen, wo die erste Gemeinde in Jerusalem gegründet wurde? Interessanterweise auch in Jerusalem. Ich möchte euch 5 Hinweise geben. Erstes Kennzeichen, die Gemeinde wächst. Im Gegensatz zu den heutigen Entwicklungen schrumpft die Gemeinde nicht. Im Gegenteil, viele Menschen kommen zur Gemeinde, trotz des Widerstandes, auch durch die politischen Obrigkeiten. Viele nahmen die Botschaft von Petrus an und wurden Christen. Ich glaube, dass gesunde Gemeinden Menschen gewinnen. Und ich glaube auch, dass wir darin lernen müssen, liebe Brüder und Schwestern, wirklich gewinnend von Jesus Christus zu reden. Aber das ist nicht das innerste Geheimnis ihrer Lebendigkeit. Das Zweite, die Gemeinde wird bekannt für ihre Großzügigkeit. Fürsorge war ganz groß geschrieben in der Gemeinde Jerusalem. Da litt keiner Hunger. Im Gegenteil, wenn da Bedürfnisse auftauchten, dann schuf man neue Strukturen und suchte Menschen, die diesen Menschen dienen konnten. Wer Hunger litt, wurde versorgt. Es wurde geopfert und gespendet. Der Geist Gottes hatte die Oberaufsicht über die Geldbörsen gewonnen. Und es hat sich so eine Art Gemeinsinn entwickelt, der die Gemeinde wirklich stark machte. Es wurde eine Selbstverständlichkeit, dass man auch den Nöten der Menschen finanziell begegnete. Ja, da wurde schon mal ein ganzes Grundstück verkauft in guter Lage. Aber wir lesen von keiner Predigt über die Finanzen. Irgendwie hatte der Geist Gottes die Menschen so sehr im positiven Sinne geprägt, dass die Geldbörsen mitbekehrt wurden. Ein Geben aus Herzen, die mit Dank gefüllt waren. Kennt jemand von euch die Serie Die Simpsons? Wahrscheinlich, der ein oder andere wird das kennen. Da gibt es mal eine Szene, wo der Sohn des Hauses Bart Folgendes betet am Mittagstisch. Er spricht das Tischgebet und dann sagt er: Lieber Gott, wir danken dir für gar nichts, denn wir haben alles selber bezahlt. Und ich glaube, es ist so wichtig, die Güte Gottes im Leben wirklich immer wieder zu entdecken. Und wir haben alle viel Güte erlebt. Wir haben in den letzten Wochen von unserer Partnergemeinde in Polotsk, die liegt in Weißrussland, haben wir eine Nachricht bekommen, dass ein junger Mann, 21 Jahre, an einer sehr, sehr, sehr schweren Krankheit leidet, die nicht im Land behandelt werden kann. Und man hat dort eine Spendenaktion für ihn gestartet, weil er in Würzburg behandelt werden kann. Er ist in dieser Woche nach Würzburg gekommen, weil Menschen, und jetzt hört, weil Menschen bereit waren, die 300.000 Euro zusammenzulegen, die vielleicht sein Leben retten können. Ich glaube, da fällt dem Schwaben nur eins ein: Heidenai. Das ist wirklich ein unglaubliches Zeichen. Menschen wird geholfen, aber auch das ist nicht das innerste Geheimnis ihrer Lebendigkeit. Drittens, die Gemeinde pflegt eine intensive Gemeinschaft. Sie hatten alles gemeinsam, sie trafen sich täglich, gemeinsam wurde gegessen. Offenbar war ihre Herzlichkeit gewinnend echt. Der Geist Gottes hatte sie füreinander geöffnet. Und ich möchte dich heute Morgen einmal fragen: Wann hast du das letzte Mal jemanden aus der Gemeinde oder aus dem Umfeld der Gemeinde zu einem Essen eingeladen zu dir, zu einem Kaffee trinken oder vielleicht zum Frühstück? Vielleicht gehörst du zu denen, die das jede Woche machen. Wunderbar, mach weiter. Aber wenn deine Küche in den letzten Wochen und Monaten
nie warm geworden ist für Gäste, dann nimm das mal mit als Anregung aus dem heutigen Gottesdienst. Denn auch das kann eine wunderbare Wirkung haben in der Gesellschaft, in der wir leben. In gesunden Gemeinden ist man gern und oft und regelmäßig beieinander. Aber auch das ist nicht der letzte Kern ihrer Lebendigkeit. Viertens, in der Gemeinde fallen wichtige Entscheidungen, auch sehr persönlich. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2 und 3 und 4. Da passiert eine ganze Menge an Entscheidungen. Menschen erleben eine Bekehrung. Sie erleben Jesus in ihrem Leben, der sie zu einem erneuerten Leben führt. Und die Menschen spüren, dass ihr bisheriger Lebensstil viel zu egoistisch und selbstbezogen war. Und darum kehrten sie um. Sie taten Buße, weil sie spürten, dieser Jesus Christus, er hat Bedeutung für unser Leben. In gesunden Gemeinden kehren Menschen um. Aber das ist auch noch nicht der innerste Kern ihrer Lebendigkeit. Und ich nehme noch ein fünftes dazu. In der Gemeinde wurde leidenschaftlich gepredigt. Michael Herbst hat an dieser Stelle gesagt, die Apostel predigten wie verrückt. Und das ist übrigens eine Titulierung, die die Menschen in Jerusalem für die Jünger hatten. Haben die was getrunken? Sind die besoffen oder was? Wieso verstehe ich das, was sie sagen? Was geht hier vor sich? Sie hatten einfach keine Grundlage mehr, auf der sie etwas erklären konnten. Und die Jünger klärten sofort auf und sagten, ihr kennt doch das Alte Testament, geht mal in das Buch Joel. Da steht, sie werden alle mit Heiligem Geist erfüllt werden. Jesus hat diese Verheißung des Alten Bundes wahrgemacht. In gesunden Gemeinden ist die Predigt von Jesus Christus eine wesentliche Achse. Aber auch das ist nicht das innerste Geheimnis ihrer Lebendigkeit. Ich will es euch sagen, was das Geheimnis ist. Es ist Gott selbst in unserer Mitte. Es ist Gott in dir, der du glaubst. Jesus hat es angekündigt. Er hat gesagt, wenn der Heilige Geist über euch kommt, dann wird etwas geschehen. Und er führt die Christen zusammen. Er wirkt Entscheidungen in ihrem Leben. Er öffnet die Herzen. Er öffnet den Geldbeutel. Er macht ihnen Mut, von Jesus Christus zu reden. Die Gemeinde verkörpert, wofür Jesus Christus steht. Und das sagt übrigens auch ein Kardinal Marx. Er sagt, dieses Land braucht das Evangelium. Und damit sind wir mit diesem Kardinal als Freikirchen auf einer Linie. Lasst uns den Menschen geben, was wirklich hält und was bleibt und was sie auffängt in ihren Nöten. Und bitte, lasst uns das auch in Zukunft nicht nur digital tun, sondern wieder real. Es ist doch wunderbar, dass wir das Abendmahl real feiern. Ganz ehrlich, eine digitale Taufe würde ich ablehnen. Ich weiß auch nicht, wie sowas passieren kann, aber ich fürchte, die Techniker verfügen irgendwann über die Fähigkeit, dass irgendwas geschieht, sodass man sieht, wie da jemand getauft wird. Alles digital. Mit Fotobearbeitung oder wie auch immer. Nein, ich glaube, eine Taufe via Internet sollte nicht in Frage kommen. Sondern ganz real, der Glaube an Christus in unserem Leben. Der Psalmist sagt zum Schluss, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, dann machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Das Tal der Tränen, übrigens Baka hieß dieses Tal, Baka-Tal, das Tal der Tränen war. Und viele Wanderer mussten durch dieses Tal, wenn sie nach Jerusalem wollten. Ich kann mich gut erinnern, ihr wisst ja, oder viele wissen ja, dass wir aus dem Emsland kommen. Und im Emsland ist es so, ich schätze mal, dass etwa 2/3 des Emslandes auf Moorboden steht. Und ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren sind wir eine Abkürzung gefahren durch die Pampa und kamen plötzlich an einer Straße, wo wirklich das Auto so
So waren die Seitenstreifen abgetaucht in den Morast des Moores. Also wir hatten Angst um unser Auto, das schunkelte hin und her. Und jetzt sagt der Psalmist, wenn du im Glauben unterwegs bist, dann hast du gerade Bahnen in deinem Herzen, stabilisiert durch den Geist Gottes, weil Gott dich segnet und mit dir unterwegs ist. Und deswegen lädt Gott dich heute Morgen ein, auch Teil seiner Gemeinde zu werden, wenn du es nicht bist. Nicht mehr zu zögern, sondern wirklich Glied der Gemeinde zu werden. Im Psalm 27 steht, eins erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seine Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Du brauchst keine Pilgerreise nach Jerusalem zu machen, um das zu erfahren. Du brauchst auch nicht den Jakobsweg zu pilgern, um lebendige Gemeinde zu erleben. Du musst auch nicht zu einer besonders geisterfüllten Gemeinde irgendwo in der Welt fahren, um dort vielleicht Erfahrungen zu machen, die du meinst, hier nicht machen zu können. Wer anklopft, sagt die Bibel, dem wird aufgetan. Und das ist immer eine persönliche Sache zwischen dir und ihm. Lass dich vom Geist Gottes in Flammen setzen. Die Gemeinde, das Haus Gottes, ist deine große Perle in all ihren Unvollkommenheiten. Aber deine Heimat ist da, wo Christen sich treffen. Man könnte auch sagen, wo Christen Jesus treffen. Und so schließt der Psalmist und sagt, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Heerscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Jetzt kommt der Psalmist ganz zum Schluss auf dieses Bild der Sonne, das wir alle verstehen. Denn die Sonne, sie weckt Leben und lässt Leben wachsen. Sie ist die Kraftquelle unserer Schöpfung. Wir brauchen sie zum Leben. Und das will Gott sein. Sonne und Schild, Schutz für dein Leben. Gemeinde, liebe Gemeinde, ist in bei Gott. Was für eine gute Nachricht. Amen. Okay.